So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Gelb. Oh yeah, im letzten Part sind wir auf dem Radweg rumgeirrt, haben Ibitak und Relaxo gefangen und Tragosso, war das schon ein Part davor? Ja, nein, das war auch im letzten Part. Genau, ach ja, wir haben Pokémon gefangen auf jeden Fall und ich würde sagen, wir kloppen jetzt weiter mit ein paar Prügler, Biker, Knaben, whatever ist. Willst du nach Fuxania City? Sehe ich so aus? Ja. Ja, dann siehst du richtig hin. Genau, dann liegst du richtig. Wie auch immer, Biker Frederick, ich würde mal sagen, dein Smogmog möchte dich mit Bisaknosk prügeln. Ich werde das gleiche nochmal versuchen wie beim letzten Mal. Ich hoffe, Bisaknosk erreicht danach auch ein Level Up, auch wenn der Igelsammel gerade ein bisschen länger auf dem Feld bleibt, aus bekannten Gründen. Damit ich Bisaknosk hier schnell von der Spitze nehmen kann, weil gegen die ganzen Gift-Pokémon ist es doch ein bisschen primär nervig. Alter Schwede, du bist viel zu mächtig, weißt du das eigentlich? Du haust mir zu sehr rein, mein Friend. Und diesmal schafft es Bisaknosk eventuell auch, die Sache allein zu beenden. Außer er bleibt jetzt beim Schlammbad. Meine Güte. Kommt es eigentlich so vor, da ist Egelsam hier wesentlich schlechter, als es später wurde. Kommt mir vor, als würde es weniger heilen, als es eigentlich sollte. Also als es in den späteren Spielen tut. Boom, 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 boom. Hoffen wir in einem Schlammbad. Macht aber eine schwächere Critical Hit. Und tschüss, Bisaknosp. Oh Mann, ich will Bisaknosp hier nicht einsetzen. Das ist nervig. As hell. Guck mal hier, eine Aquaknarre. Batsch. Und was sagst du dazu, Smogok? Smogok. Smogmog. Volltreffer, sag ich dazu erstmal. Ding, 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 ding. Ich mache mal ein Beleber auf Smogon, sage ich schon. Auf Bisaknosp. So. Egal. Nee, mache ich nicht. Habe mich gerade spontan dazu entschieden. Gerade ganz spontan umentschieden. Tja, ja, ja. Oh, das wäre ja so viel Erfahrungspunkte gewesen für Bisaknosp. Aber nein, es musste ja abnippeln. Biss. Oh, ob das nützlich ist, mal gucken. Ja. Rotenschlag, Sandwirbel. Wie wäre es denn mit... Ja, komm. Nehmen wir den Sandwirbel. Hab den Sandwirbel vergessen. Übel. Und er lernt den Biss. Oh yeah, mit viel Biss. Okay, was haben wir denn da noch Schönes? Wie wäre es denn mit Parasek? Auch du hast zwar eine sehr starke... Also, das heißt auch du. Du hast eine sehr starke Giftschwäche, aber du schaffst es trotzdem immerhin, die Gegner zu besiegen. Mit einem Schaufler zum Beispiel. Guck mal, er tackelt dich. Findest du das nett, Parasek? Willst du das einfach so auf dir sitzen lassen? Nein, willst du nicht, oder? Genau. Die ist einfach nicht ausreicht. Ich bin ja schwerst... Ja, toll. Und jetzt war ich schneller. Super. Das ist gerade eine Situation, die ich persönlich gar nicht mal so nett finde. Watch. Und ich sauge dein Blut aus, Smogon. Du hast keine Chance mehr, das zu überleben. So, da kommt Smogmog. Da bleibe ich garantiert nicht drin. Das kannst du vergessen, Freundchen. Aber ich habe hier noch ein Diktri. Und das möchte liebend gerne gegen Smogmog kämpfen. Und zwar mit der Schaufler-Attacke. Jaha. Und das geht dann neben. Yay. Ich bin aber trotzdem kein One-Hit, denke ich mal. Ne. Nicht bei einem Smogmog, welches ja so abartig viel aushält. Aber du kannst mich auch nicht One-Hitten. Aber machst... Auch noch vergiftet. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal ins Pokémon-Center und heile mich erstmal. Mann, Mann, Mann. Da kriegen wir erstmal wieder Schaden. Schaufler. Und ich kann dich voll wegklatschen. Angenehm. War sehr nett mit dir. Ich habe mein Bestes gegeben. Dein Bestes war nicht gut genug. Ich könnte noch mit Aquana kämpfen und die Pikachu und Dodo. Was willst du, Kleiner? Hä? Was sagst du dazu? Ja, ich würde dazu sagen, dass ich trotzdem dazu bereit bin, gegen dich zu kämpfen. Maxwell. Wir hatten schon Max, jetzt haben wir Maxwell. Ich habe doch keine Ahnung. So, wie wäre es denn mal mit einer Aquaknarre? Ist doch bestimmt eine Attacke, die du äußerst gerne sehen möchtest, oder? Oh, guck mal, das macht sogar angenehmen Schaden. Und lass deinen Fuß da, wo er ist. Der gehört nämlich definitiv nicht in das Gesicht meines wunderschönen Aquanas. Schäme dich etwas. Dafür wird die Aquaknarre dich jetzt nicht umbringen, weil der Zufallswert mir ins Gesicht gespuckt hat und meinte, nee, ich möchte ihn aber nicht nieten. Umnieten, das wollte ich sagen. So, wieso habe ich eigentlich Aquana vorne? Das ist doch schon Level 30, Max gerade. Das stimmt doch so gar nicht. Auf jeden Fall ist wieder Mashok. Dann würde ich sagen, Dodo Time. Dead Sprite. Ja, wie es erstmal hier rumposen muss. Das nutzt ja aber nichts. Fliegen würde ich trotzdem hart erwischen. Warum sollte das auch nicht der Fall sein? Bam. Dies hast du trotzdem überlebt, Mann. Ich überlebe das aber auch, habe ich gehört.
Jawohl, natürlich. So, ich hoffe, Schnabel reicht. Sollte aber, oder? Jawohl. Schön, Dudu. Über 1000 bestimmt auch, oder? Na, fast. Dam, 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 dam. Oh, 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 oh. Lachst du mich gerade aus, Mann? Nein, das werde ich niemals tun. Dann bin ich auch sehr froh, dass du mich nicht ausgelacht hast. So. Was haben wir denn da noch Schönes? Was willst du? Denn es lohnt sich nicht, Kinder auszurauben. Ja, dann würde ich sagen, lässt du mich einfach passieren. Kann ja mal passieren, ne? Dass du mich passieren lässt. Oh, wow. Wie nenne ich dich denn? Wie wäre es denn mit Sam? Okay, Sam, guck mal hier. Ich habe einen Donnerblitz für dich und der tut dir ganz schön weh. Oh ja, und wie er der weh tut. Guck mal da, sehr schön. Er ist sogar paralyzed. Ja, ja, ja. Ah, wunderherrlich. Und da ist das Mankey auch wieder besiegt. Also die Pokémon, die könnte dieser Knosp besiegen. Aber da ist natürlich besiegt, wenn die ganzen Viecher kommen. Wie gemein das doch ist. Der Donnerschock tut wieder sein Übriges. Macht nur einen Crit. Mann, Pikachu, ich muss sagen, mittlerweile haust du doch wirklich gut rein. Angenehm, das zu sehen. So viel Erfahrung kriege ich dafür. 1000. Komm schon. Immer noch nicht. Nur die Smogmog bringen so viel. Die Luft ist doch raus. Ja, die Luft ist definitiv raus. Aber das ist kein Grund, hier so ein Fass aufzumachen. Okay, ich glaube, ich fliege nochmal zurück. Und heile unsere Pokémon. So. Meine Güte, dass sie auch immer mich vergiften müssen oder anderen Schabernack mit mir treiben. Alles andere als höflich. Wie alt deiner Pokémon macht wieder top fit? Komm jederzeit wieder vorbei. Noch nicht. Okay, erstmal macht unser Pokémon wieder fit und dann kann ich jederzeit wieder vorbeikommen. So ist die richtige Reihenfolge. Wir wollen ja alles richtig einhalten, nicht wahr? Ja, wunderbar. So, ich werde dieser Knospe auf die Box packen, weil ich werde nach Koga sowieso das Team neu aufstellen. Und, da dieser Knospe mir weder auf der Route was bringt, noch gegen Koga, werde ich es einfach rausnehmen. Ich hätte sowieso dann, wie gesagt, rausgenommen. Dann nehme ich es auch jetzt schon, nehme ich es mal jetzt schon raus. Weil das nutzt mir leider nicht sonderlich viel. Nur was ich vielleicht schon mitnehmen könnte, ich könnte Relaxo schon mitnehmen. Wo ist es denn? Hm? Ach, da oben. Ah, es geht von unten nach oben, oder wie? Achso, die neuen Gefangenen schon, aber die, wenn man sie reinigt, dann in der Reihenfolge. Das ist strange. Blub. Aber gut, Relaxo wollte ich sowieso mal ein Weilchen mit dem Team haben. Dann nehme ich jetzt erstmal Relaxo mit. Du bist geschwächt. Verdammt. Das ist nur für Attacken. Kopfnuss, Amnesie und Erholung. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, dir irgendwelche nützlichen Attacken zu geben. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen sie und machen sie wieder top fit. Ja, dann halt mal bitte. Das Gute an Relaxo ist, es ist schon Level 30. Ich denke mal, Relaxo wird auch, ja, so zwei Arenen drin bleiben. Vielleicht so. Oder? Ja, doch, ich denke schon. Nach Sabrina werde ich Relaxo wieder rausnehmen. Ich werde sowieso, wie gesagt, nach jeder Arena mal ein bisschen rumswitchen. Bis auf Pikachu. So, wir steigen aufs Fahrrad. Und nochmals auf die Route, um sich mit den anderen da zu kloppen. Sieht doch alle Level 29. Yo, das sind sie. Das sind sie. Ich glaube es ja kaum, aber sind sie tatsächlich. Okay, alles klar. Herrlich, hätten wir das auch erledigt. So, die drei haben wir ja alle besiegt. Ich, jop, blau, Bauchplatscher, irgendwie sowas. Lass das mal schön bleiben, Freundchen. Ich möchte nicht, dass du mich bauchplatschst. So, den haben wir auch platt gemacht. Da ist noch einer. Sieh mal einer an. What? Wir sind Biker, Könige des Highways. Ich habe das Gefühl, wir werden den ganzen Tag noch auf dieser Route abhängen, weil ja ziemlich, ziemlich viele Leute rumhängen. Oh, Slimog. Komischer Sprite, ähnlich wie Smogmog, auch irgendwie seltsam. Ich glaube, Slimog haben wir schon mal gesehen. Na, da muss ich tatsächlich Geowurf machen, weil ich glaube nicht, dass der Donnerblitz dir allzu viel Schaden zufügt. Weil du solltest einen sehr brauchbaren Spätzwert haben. Giddy, mach doch sowas nicht. Mach versuch's trotzdem mit dem Donnerblitz. Natürlich treffe ich instant nicht. Oh nein. Warum diese Taktik? Sollte jetzt 10-fachen Schaden machen, weil du so winzig bist. Eieiei. Oh nein, Leute, mach doch sowas nicht. Dickdri, bitte mach den gleich mal schnell ein Ende mit deinem Schaufler. So, jetzt mache ich einen Wechsel, das heißt, jetzt kommt noch ein Komprimator. Gleich grabe ich mich ein, da kommt noch ein Komprimator, dann schon 5 Stück drin und dann ist die Misere komplett. Ja, 5. Bitte triff, Dickdri.
Ich weiß, es ist zu viel ver... Oh, du tust sogar. Haha. Ja, das hat sich gelohnt, was, du Flasche? Ah, das hat über 1000 gebracht, immerhin. Ja, ja, Slimog und Smogbog, das Duo. Ich bin voll auf die Nase gefallen, Bando. Ja, bist du. Ich hab dir keinen Namen gegeben. Dann bist du der Namenlose. Der einzige Mensch, der nie einen Namen erhalten hat. Neben den ganzen anderen, die keinen Namen erhalten haben. Gut, hier war nichts, aber da oben bestimmt noch. Wir wollen ja jeden mitnehmen. So, da ist einer, aber erst nochmal ganz nach oben. Sind da noch mehr? Sind denn da etwa noch mehr? Meine Güte, bin ich gerade so weit nach unten gefahren? Diesmal habe ich gar nicht mitbekommen. Gar nicht mitbekommen, das. So, und hier müsste... Okay. Ah, da fahren wir später nochmal hoch. Erstmal den Weg hier. Ab da unten! Yay! I'm on the highway to hell! Booyah! Voll ins Blickfeld. Ich muss ein wenig abnehmen. Dann tue das mal. Mark? Dum, 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 dum. Glatzkopf Mark möchte kämpfen und setzt einen Menki ein. Wie kannst du es eigentlich wagen, mir ein Menki entgegenzuwerfen, obwohl das ein Pokémon ist, welches wir selbst mal anfangs benutzt haben? Das ist echt nicht sehr sensibel von dir. Oh ja, aber Pikachu findet das ebenfalls. Und haut deswegen auch ordentlich rein. Oh, und kriegt ein Level-Up schon. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist doch sehr angenehm. Guck mal, wir haben noch ein Menki hier. Ein Menki, ich glaub's ja kaum. Wie wäre es mit einem Flug-Pokémon wie Dodu? Da möchtest du doch bestimmt gerne antreten, oder? Guck mal hier, ich habe eine Schnabelattacke. Batsch. Reicht wahrscheinlich nicht für einen One-Hit, aber macht auf jeden Fall... Es reicht für einen One-Hit, wollte ich natürlich gerade gesagt haben. Lass mich auch mal ausreden. Ich wollte noch eine Eventualität aufstellen. So, da kommt wieder das posende Mashok. Das kriegt erstmal wieder ein Fliegen rein. Du gehst gleich fliegen, Kollege. Denn das ist ein One-Hit-KO. Man darf ja wohl mal optimistisch sein. Und dann wird man so bestraft. Wie gemein das doch ist. Ein Schnabel. Ich zeig dir den Schnabel. Reicht aus. Oh ja, schön. Und noch ein Macholo. Ja, du kriegst auch eine Fliegenattacke rein. Dann sollte das mit dir relativ schnell gegessen sein. Möchte ich so ganz knapp behaupten, jedenfalls, dass dem so ist. Und wir werden gleich erfahren, ob dem wirklich so ist. Guck mal da, Fliegen. Batsch und kaputt. One Hit? Natürlich. Also wenn Mashok schon fast One Hit ist, dann wirst du es erst recht sein. Vor allem, weil, ich glaube, ihr habt euch vom Level jetzt nicht unterschieden. Level 30. Burschen. Oh. Oh. So früh schon? Das will mir gefallen. Nimm den Schnabel. Blop, blop, 1, 2, schwupp, Schnabel vergessen. Und den Burschnabel. Awesome. Das mag ich sehr, sehr gerne. Boah, eine gute Übung. Ja, 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 ja. Dann üb du mal weiter. Wie sieht das Level aus? Guck mal, hier schon. Parasect und Dickdrie müssen aufholen. So, da war nichts, haben wir schon geguckt. Hier ist aber noch einer. Meine Güte, sind echt verdammt viele. Du besitzt ein schickes Fahrrad. Fährt es sich gut? Ja, es fährt sich gut und ich werde es dir nicht abgeben, lieber... Karl. Dann kommt schon wieder ein Smogmog. Oh, ich rieche viele Erfahrungspunkte. Oh, ich rieche aber jemand, der Parasect ziemlich in den Boden rammen wird. Und da ich das ehrlich gesagt nicht möchte, werde ich mal zu Dickdrie wechseln. Denn Dickdrie möchte das auch nicht, stimmt's? Smog-Attacke! Don't do this! Das tut auch mir weh, okay? Ach, vor allem, wenn du mich wieder vergiftest, du Schwein! Dann schaufel ich mich erstmal rein. Wir sollten nicht mehr allzu viele Trainer hier zu besiegen haben. Also werde ich nicht extra nochmal nach meiner Seele zurückfliegen. Denke ich jedenfalls. Mal sehen! Didim, didim, didim. Und dann noch der Tackle. Das tut mir ganz schön weh. Kratzer, ich hoffe, das reicht. Würde mich nicht mal wundern, wenn das nicht so wäre. Ja, wollte gerade sagen. Würde mich nicht mal wundern. Schlammbart, der Dickdrie, kannst du nicht gegen einen Smogmog verlieren! Eieieiei. Batsch und voll weggeschlitzt. Das war nicht cool. Ein Slimog. Ich denke mal, das ist One-Hit. Ich hoffe nur, dass das Gift nicht genug Schaden macht. Nee, macht es definitiv nicht. Okay. Batsch. Tschüss, war nett mit dir. Das gibt's doch nicht. Mach irgendeinen Müll bitte, wenn er nett... Nein, du machst keinen Müll, du killst Dickdrie. Oh, das ist erstmal, dass Dickdrie besiegt wurde, kann das sein? Na gut, mach es fertig, los Parasect. Greif die ganzen Erfahrungspunkte ab, von den, bei denen Dickdrie die Arbeit hatte. Wehe. Gut, damit kann ich leben. Blutsauger. Nom nom nom, lecker.
Und damit bist du Geschichte. Level up. Nee. Nee. Mist. Ja, Mist. Hast recht. Mist, dass du mein Pokémon gekillt hast, nicht wahr? Fiesling. Oh Gott, das ist so verwirrend. So viele Wege. Okay, da ist noch ein Typ. Aber hier ist garantiert auch noch der ein oder andere Trainer. Ich sag ja, das wird noch den Part dauern. Da haben wir auch schon den ersten. Hallo, sei ein Rebell. Ich will kein Rebell sein. Ich bin dagegen. Nur weil du dafür bist. Ja, also lass das doch bitte mal. Lieber Glatzkopf Jan. Jetzt übrigens nicht wegen Jesse, Jan, sondern weil... Na egal, mal gucken, wer das versteht. Ich lasse es einfach jetzt unkommentiert weiter im Raum stehen. Warum ich den jetzt Jan genannt habe. So, du kratzfurierst mich. Das finde ich persönlich gar nicht nett. Das habe ich mir gefragt. Warum eigentlich Kratzfurie bei Razaf? Der hat doch nicht mal Krallen. Jedenfalls nichts Sichtbares. Und natürlich triffst du 5-mal, denn alles andere wäre ja viel zu gemein. Aber ich sauge dir dein Leben aus und hol mir wenigstens ein paar KP davon wieder zurück. Raserei. Verfall ruhig in Raserei, Razaf. Razaf in Raserei. Eigentlich so eine... schon müsste man eigentlich das spielen, einfach weil es sich so ähnlich anhört. Ja, ja, ja. Verfällt in Raserei. Der Angriff nimmt zu. Ah ja, das haben wir gesehen. Ich denke mal, du wirst nicht dazu kommen, deinen Angriff so weit zu pushen, dass du dazu in der Lage bist, Parasect noch zu besiegen. Ja, minimalst. Nutzt dir, wie gesagt, aber überhaupt nichts. Schön gemacht. Jetzt aber ein Level up. Yeah, ich Level 30. Schön gemacht. Und versucht Pilz... Oh, Baby! Für was? Ja. Das ist jetzt die Frage. Ich würde tatsächlich den Blutsauger nehmen. Der hat uns jetzt zwar schon einige gute Dienste erwiesen, aber im Endeffekt wird er nicht mehr so viel nützen, denke ich mal. Und er lernt die Pilzspore. Ich meine, klar, gegen Gift, gegen Pflanze... Ah, jetzt weiß ich übrigens, warum ich im letzten Part diesen Gedanken hatte, dass dieser Samen irgendwie eine vierfache eine Schwäche hat. Hat er. Nicht gegen, es war allerdings nicht gegen Gift, sondern gegen Käfer. Das war der Gedanke damit, der mich verwirrt hatte. Okay. Ist mir gerade wieder aufgefallen. Ja, wie gesagt, Pflanzengift-Pokémon, die vielen, würden dadurch zwar ziemlich schnell zu Boden fallen. Aber ich muss dann doch ehrlich sagen, dann nehme ich lieber die Pilzspore, ehrlich gesagt, und den Megasauger. Weil ich denke, im Endeffekt nutzt der doch ein bisschen mehr. Dann hat er ja immerhin was gegen die ganzen Gesteins-Pokémon. Hätte er mit Schaufler zwar auch, aber Megasauger one-hittet diese. Und damit lädt er sich auch noch ein bisschen auf. Und ich habe ja noch den Borschnabel, fällt mir gerade auf. Warum benutze ich den denn nicht? Wieso benutze ich den denn nicht? Und Dodo entwickelt sich übrigens in einem Level. Nur immer so nebenbei. Aha, aha. Der Glatzkopf ist kaputt gegangen. Arrgh. So, haben wir noch mehr von euch hier rumlungern. Düdüdüm. Wäre sehr schön, wenn das der letzte war. War es aber nicht. Meine Güte. Ganz schön viele von euch. Ich würde mal sagen, wir lassen mal Dodo kämpfen. Eigentlich müsste Diktri aufhören, aber Diktri ist leider irgendwie verhindert. Und Dodo erreicht vielleicht noch ein Level in diesem Part. Mein Pokémon entwickelt sich nicht weiter. Tja, bestimmt hast du einen Schock und du weißt nicht, dass man es tauschen muss, oder? Das ist doch bestimmt jetzt ein Wink mit dem Zaunpfahl. Maschok. Yeah. Das war vorauszusehen. Okay, dann wollen wir nochmal schauen. Dodo... Den Borschnabel nach oben. Ich glaube, der Borschnabel ist sogar stärker als Fliegen. Wopsch. Wobei, nee, Quatsch, warte. Der Borschnabel müsste 80 haben und Fliegen 90, wenn mich nicht alles täuscht. Egal. Auf jeden Fall ist Borschnabel wesentlich cooler, weil es auch sicherer ist. Bom und Borschnabel ist eine absolute Stilattacke, die verdammt cool ist. Leider können es viel zu wenig Pokémon lernen. Tja, das war wohl nix. Hey, was sollte das denn? Ich wollte dich nicht verletzen, lieber Pascal. Aber du hast mir keine andere Wahl. Boah, wie lang war denn dieser Weg? Voltoball würde ich unter Strom setzen. Du, warum hast du Voltoball? Du hast Voltoball? Walter, ernsthaft? Warum das denn? Yeah, Anlehnung an den Arena Laternas Höllen. Yay, okay, du schickst Voltoball ins Rennen. Finde ich gar nicht mal so nett. Aber ich denke mal, an den Triplette sollte dem gut Schaden machen. Bim, 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 bim. Was ein Glück, dass Triplette hier noch physisch ist. Quatsch. Und schade, ich wollte sagen, es ist ein One-Hit, aber... Na, oh, tschüss, Dodo. Du Arsch, kein Dodri für uns in diesem Part, obviously. Oh, doch, ah, es hat nicht gereicht. Und Level 31, doch, Dodo für Dodri für uns, so. Okay, bevor dann irgendwas passiert, wechsle ich dich mal ganz schnell raus.
Hol ich mal einen Pikachu rein. Wir machen einen Elektro-Battle. Habe ich gerade voll Bock drauf. Yeah! Bring die Elektro-Attacken. Guck mal, hier Biowurf. Und du machst direkt Finale. Aber wenn Dodo es überlebt, dann kann Pikachu das auch. Vor allem mit vollen KP. Ne? Genau. Ja, das ist aber eng geworden. Yep, schön. Und was kommt jetzt? Du hast mich geerdet. Hey, Dodo entwickelt sich. Oh yeah. Oh yeah. Eines der epischsten Flug-Pokémon der ersten Gen. Yeah. Dodo wurde zu Dodri. Manche meinten so von wegen, ja, Taubos oder Ibitak. Er war eher Dodri-Fan und dem stimme ich zu. Ich bin auch... finden würde Dodri jederzeit Taubos und Ibitak vorziehen. Wobei die anderen beiden auch cool sind. Das soll es natürlich jetzt nicht heißen. Aber dennoch liegt mein Vorzug, wie auch immer, eher bei Dodri. Apropos, zeig mal deine Werte. Was hast denn du so Schönes? Moment. Das sieht schon wieder ziemlich gelitten. Oh ja, schöne Image, schöner Angriff. Ordentlich. Wird uns auch gegen Koga sehr nützlich sein, denke ich mal, weil der ja ganz viele Käfer-Pokémon hat. Ich glaube, nur Käfer. Ist ja gelb und nicht blau. Ja, ups, ja gut, dann müssen wir gegen ihn noch kämpfen. Okay, zieh Leine, ich bin erschöpft. Ist das ein Grund, jetzt mich so anzuschnauzen, dass du erschöpft bist, mein Freund? Mann, 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 ich werde dir Manieren beibringen. 5 Pokémon. 5. Are you serious? Okay, gut so, dann hauen wir erstmal eine Kopfnuss drauf. Relaxus, erstes Match, die Bewährungsprobe. Du hast sogar noch mehr KP als Aquana. Herrlich. Guck mal da. Das wird doch ganz schön. Wärst du jetzt nur Smogon? Oh Gott, der hat nur diese Viecher. Dann ein Pokémon, was vielleicht speziell angreift. Ach komm. Bleib einfach draußen. Und hab ein bisschen Spaß mit dem Pokémon hier. Guck mal, du kriegst, der greift die ganze Zeit an und macht nicht gerade viel Schaden damit. Aber er vergiftet dich. Natürlich vergiftet er dich. Denn alles andere hätte keinen Sinn. Oh, das hat aber ganz schön viel Schaden gemacht. Gut, Level 25. Ich finde übrigens, diese ganze Route, dieser ganze Part ist eigentlich total die Qual für mich. Weil ich weiß immer noch nicht, ob ich jemals einen Smogon / Smogmog kriegen werde. Und ich will aber so gerne einen. Das ist so mein... Und ich meine, ich habe mir den Traum von Parasect zwar erfüllt bisher in diesem Let's Play, aber Smogon würde ich mir mindestens... Na, eigentlich würde ich mir Smogon sogar noch mehr wünschen. Batsch, guck mal da, voll die Headnut. Und das Gift schadet immer noch. Relaxo, bam. Nur meine Kopfnuss auf Smogon. Ich werde euch alle wegkopfnussen. Guck mal hier, ich habe noch eine Kopfnuss für dich. Mensch, gerade gratis im Angebot. Die machen aber auch nie gerade nichts. Oder die stehen nur da und sehen zu, wie das Gift mich langsam, aber sicher dahin flätzen soll. Also soweit die Theorie. Ob das klappt, ist eine andere Frage. Im Grunde genommen sieht man ja gerade, dass es nicht so ist. Aber wenn es sie glücklich macht, können wir sie bei den Gedanken lassen. Oh, und Smogmog auch nochmal zum Schluss. Das wird leider... Oh, das wird vielleicht doch nochmal eng. Das wird nochmal eng, Leute. Oh ja. Oh, das wird eng. Das wird so eng. Stipp, Batsch. Guck mal, da tut weh. Ich sehe schon wieder kommen. Das war schon wieder dieser Bereich. Und es wird wahrscheinlich nicht mit dem nächsten Angriff draufgehen. Oh je, Relaxo. Nee, natürlich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Güte, Relaxo. Das habe ich durchgehalten. Ohne Ende. Batsch. Level 31 dann nochmal erreicht. Schön. Und wir haben den Biker... Was weiß ich... besiegt. Ja, das war sein Name. Was weiß ich. So wurde er damals genannt. So, ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig an, mich zu heilen. Sieht aber gerade irgendwie nicht so aus. Relaxo, halt durch. Noch 8 KP. Schaffe ich. 1, 2, 3, 4, 5. Warum ist der Weg so lang? 6. So, jetzt pass auf, jetzt mache ich Trick 17. Fliegen! Verdammt, ich kann noch nicht nach... Ich wollte gerade sagen, ich fliege nach Fuxania City, um dort quasi den Weg abzukürzen ins Pokémon Center, aber dann halt nicht. Batsch, und das war's. I'm so sorry, Relaxo. Das wollte ich nicht, vor allem... Ach so, ich bin jetzt in Fuxania City angekommen, ich verstehe, klar. Würde es denn jetzt gehen? Ja, okay. Verdammt! Ja, stimmt ja. Habe ich nicht mehr. War ja bei Saffronia City auch so. Dass die Arena, möchte ich noch nicht in interessante Farbe, in einem dezenten Pink getaucht, die Stadt. Mensch, der Part hat schon wieder gar nicht viel zu lang.
Wir nur kurz unsere Pokémon heilen und wieder an den Ausgangsort gehen, damit wir dann noch eventuell Dinge einsammeln können, die wir vielleicht sonst übersehen würden. Und das ist ja eine Sache, die nicht passieren sollte. Finde ich persönlich, dass das nicht passieren sollte, denn das wäre ziemlich blöd. Ja, du, wir sollen jederzeit wiederkommen. Ist in Ordnung, kann ich nachvollziehen. So. So, wusch, dann springen wir da einmal runter. Jump! Yay! So, nochmal kurz auf den Fahrradweg, weil ich wissen möchte, ob da rechts vielleicht noch einer stand. So viel Zeit muss sein. Weil wir haben ja nicht den ganzen Bildschirm gesehen, gerade eben runterfahren, aber da ist keiner mehr. Okay, sehr, sehr gut. Dem Team geht's auch soweit gut. Ja, gut, Dick Trink muss jetzt ein bisschen aufholen, aber das passt ja. Okay, Leute, das war doch ein schöner, erfolgreicher Part. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Fuchsine City erkunden, beziehungsweise erstmal hier den Vorort. Das war's für heute mit Pokémon Gelb. Bis dahin, ciao.